Ich guck mal mich im Raum um, ob die Leute ins Spiel gucken und sich wundern, ob Tino hier in einer Tour Hitlergrüße macht. Es gibt eine Anzeige, weil ich Hitlergruß im Radio gezeigt habe. Ja. Ich bin jetzt aufgestanden, ich bin auch nicht so richtig fit. Na, das ist mal was ganz Neues, Tino. Ja, aber ich habe gut geschlafen. Erzähl mir dringend mehr davon. Oh, du hast gut geschlafen. Ja, weil ich jetzt eine Woche krank war fast und im Bett lag. Ich habe genetflixt, ich habe Amazon primed, ich habe gelesen ein bisschen und jetzt bin ich wieder zum ersten Mal heute wieder richtig fit. Ich klinge auch ein bisschen krank, aber bin es nicht, denn es ist die scheiß Kälte, die wieder meine Nase rumverwurschtelt. Aber hallo, liebe Leute, wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind bei Radio Lotte und im Internet als Podcast die einzige Sendung, die Fanpost bekommt. Wir haben hier wieder einen Brief vorliegen, der fühlt sich ganz schön dick an. Ich schaue jetzt mal rein, was sich da auftut. Ansonsten besprechen wir natürlich hier wieder die ganzen Themen, die diese Woche das Internet in Atem gehalten hat. Und och, gucke mal, nicht mal handschriftlich. Ach du Scheiße, es ist ein Gedicht. Was? Holy shit. Der, die das Augenzeugen innen, Kommentar innen. Großartig. I love it. Jetzt schon. Liebe Leute, bevor wir jetzt also einsteigen und die Geschehnisse der letzten Tage da ist noch mehr drin, zusammenfassen für euch und auswerten, einordnen. Ach du Scheiße, da ist ein Bild. Ist das hässlich. Autogrammkarten. Das ist ja großartig. Wo ist denn dieses Bild bitte entstanden? Holy shit. Nein, das Bild von mir. Ach, das ist eine Montage. Eine Fotomontage. Das Bild von mir ist, als ich bei im Fernsehen war. Großartig. Ich werde es an dieser Stelle bei YouTube einblenden oder vielleicht. Ich werde es einfach mit ins Thumbnail einbauen. Ja, mach das. Es hat ja auch roten Hintergrund. Und für die Radioleser, die können dann einfach... Die habt dann einfach gelitten. Ja. Hört auf, so ein altes Medium noch zu nutzen. YouTube ist die Zukunft. So ist es. Ja, also, anbei noch ein kleines Gedichtchen. Liebes Team Brennpunkt Internet, ich schreibe euch von meinem Klosett. Denn immer wenn ich nicht wursten kann, schaue ich mir eure Sendung an. Die Videos sind meistens nicht so geil, dafür gehe ich auf eure Themen steil. Sei es links, rechts oder Naruto Run, an euren Lippen bleib ich hängen dran. Ein bisschen hingezwirbelt. Jeden Sonntag ist es soweit, eine neue Folge steht bereit. Robin teilt's bei Instagram, gibt Essen bei der Mama. Hängt den YouTube-Link noch dran. Ach so, bei der Mama. Ach so, hier hat er das Reimschema geändert. Entschuldige. Wow. Hängt noch ein YouTube-Link noch dran. Tino schreibt, der Hammer. Gott. Sie teilen und liken gegenseitig ihre Posts wie ein verliebtes Paar. Viele denken, sie sind nicht ganz bei Trost. Wir machen was, wie manch ein Superstar. Schlechte Witze, Viertelwissen, Armleuchten. Ach fuck, ah Gott, Alter, es ist auch für mich noch früh am Morgen. Schlechte Witze, Viertelwissen, Armlöcher sind zu Gast, lautes Lachen, Selbstbepissen, in China wär's wohl Knast. Das finde ich gut. Es wird noch besser. Hongkong und Metal Gear Solid 3, Trump und AfD sind auch dabei. Böse Onkels, links versifft, Umweltthemen, Greta kifft, keinen Anspruch auf Richtigkeit, schau selbst nach zur Sicherheit. Richtig gut. Triggerwarnung fast vergessen, währenddessen Rülpsen fressen, Witze über Minderheiten und Rassen, euren Wochenrückblick darf man nicht verpassen. Euch finden viele Kinder nett, macht so weiter, Brennpunkt Internet. Von mir gibt's eine 8 von 10. Christchurch wird immer oben stehen. Thanks for entertaining everyone and me. Das war's von eurer Öko-Fotze Rücki. Großartig. Vom Geburtstagskind. Wenn es nicht so lang wäre, also vielleicht können wir 1-2 Zeilen oder so davon übernehmen als Intro, das ist ja großartig. Ja, geile Idee eigentlich. Ich finde, ab der 40, die wir bald erreicht haben, sollten wir auch ein richtiges, ein Jingle haben. Da werden wir dann professionell, da bauen wir dann für jede Rubrik Jingles ein und Intro-Songs und ja, großartig. Danke Rücki und nochmal alles Gute für dich zum Geburtstag, nachträglich. Ja, stimmt, der hatte gestern. Ja. Großartig. Von Rückbert Schnösel. Ja. Lustig. So, aber ich kann immer noch nicht in die wirklichen Themen kommen. Ich muss noch in eigener Mission was sagen. Ja, hast du vorher noch was? Ich habe jetzt so viel das Gedicht vorgelesen und so. Wie geht's dir sonst, bis auf deine Gesundheit und ja, so? Ja, ich bin wieder fit und ich gehe heute wieder ins Theater zum ersten Mal. Okay, reden wir über was anderes. Nein, ja, was ist im Theater? Nein, ich bin nur ins Theater heute. Also wusstest du, dass es nicht nur Faust 1 und Faust 2 gibt? Es gibt noch Ur-Faust, eine Version davor. Ja,
was davor geschah. Nicht wirklich. Also es ist halt die. Das die, Prequel die jetzt Pre-Version um Cash Crap, ja. Nochmal richtig Geld rausholen. Der Crap quasi. Diesen Goethe ausschlachten. Quasi. Ekelhaft, widerlich. Das ist heute Premiere. Ja, bei dir, Robin, was hast du auf dem Herzen? Ja, also ich habe den Ur Fear the Walking Dead geguckt. Denn das ist quasi das Prequel zu The Walking Dead. Ich habe es jetzt hier schon in zwei Podcasts erwähnt. Ich muss das einfach hier in zwei Minuten mal kurz abreißen, wie herrlich das ist. Ich habe es schon zweimal erwähnt, wie geil ich das finde, diese Serie aus Hass zu schauen, beziehungsweise aus Unglaube einfach. Ich kann nicht glauben, wie beschissen das ist. Ja? Also Fear the Walking Dead hatte eine okay erste Staffel, eine okay zweite und eine richtig, richtig gute dritte Staffel. Und dann sind die Macher von The Walking Dead, die Ursprungsserie langsam kaputt gemacht haben, sind dann zu dieser Serie gegangen, zu dieser Abspaltung so. Ja. Diese Serie spielt quasi vom ganz am Anfang der Zombie-Apokalypse so in den Anfangstagen mehr, während The Walking Dead eher so nach hinten rausgeht. Dann gab es aber einen Zeitsprung. Alles völlig egal. So, wichtig ist, die Grundprämisse dieser Sendung war immer zu zeigen, wie eine Familie, eigentlich verfolgt man die Bösen, ja, wie die Familie nach und nach immer mehr in die Dunkelheit abdriftet und einfach echt unmoralische Sachen tut. Eigentlich verfolgt man gegen da die Zombies. Bösen. Nein, nicht gegen Zombies, gegen die anderen Überlebenden. Also quasi alles macht, um ihren eigenen Kreis zu erhalten, ja. Und das war eigentlich der spannende Punkt, dass du im Grunde wirklich den Bösen folgst und nicht irgendwie den Rechtschaffenden oder so. Schnitt, Ende Staffel 3, neue Showrunner kommen, die andere Serie schon kaputt gemacht haben. Die andere Serie ist jetzt wieder in guten Händen. Angela Kang macht die Originalserie jetzt. Staffel 9 Gott war sehr gut. Dank. Staffel 10 beginnt dieses Wochenende, deswegen ist es doch ein sehr aktuelles Thema. So, Fear the Walking Dead, jetzt gestern fertig geschaut, ja, also die Staffel 5 war das. So eine Scheiße, das ist unfassbar, dass sie es noch geschafft haben, das noch schlimmer zu machen. Also, bis der dritten Staffel, ne, gab es die Alicia, ja, hübsche Frau, völlig egal, sie war so. Sie kloppt alles kaputt, was ihr im Weg ist, ja? Mhm. Alicia ist jetzt damit beschäftigt, Bäume anzumalen. Bäume anzumalen. In der Zombie-Apokalypse. Das ist so das ihre. Das würde auch seinen Sinn haben. Vielleicht reagieren die Zombies ja auch allergisch auf Bäume, die bunt sind. Ja, also das ist so ihre Mission gerade. Aber das Allergeilste, Moment, ich darf nichts vergessen. Die haben eine Journalistin aufgesammelt und die mag es, Leute zu interviewen, ja? Und jetzt haben die. Du musst es dir vorstellen, jetzt ist die fucking Apokalypse, überall Mord und Totschlag, ja, überall Ressourcenknappheit und so, Strom und so, alles rar, ja. Hm. Jetzt haben die sich zur Mission gemacht, eine Dokumentation zu drehen, wie toll sie doch hier den Leuten gerade helfen, übrigens helfen, ne, 180-Grad-Drehung zu dem davor. Es ist so fucking absurd. Und machen eine Doku, um die dann in random Raststätten in so einem hier Kassettenrekorder abspielen zu können, aber ohne dass sie da sind. Also sie hoffen, dass irgendwelche Leute da vorbeikommen und diese Dokumentation sehen. Das ist schon so absurd, ja, dass ich mir dachte, okay, was zur Hölle. Dann kommt aber jetzt eine zweite Partei dazu, eine größere Gruppe, die auch Leuten helfen will, aber ein bisschen mehr reckless ist, die Leute umbringt, die keine Hilfe sind und sowas, ja. Und die machen jetzt auch eine Dokumentation, um besser dazustehen als diese aber alte. Aufgrund dessen oder? Aufgrund dessen. Losgelöst. Aufgrund dessen. Okay. Die wollen die Leute überzeugen, kommt lieber zu uns. Also in der Apokalypse werden jetzt zwei Vlogs gegeneinander gedreht und das ist dann kulminiert in einer Selfie-Cam, ja, die so ein Typ, während eine Brücke zusammenfällt, hält dieser Typ die Selfie-Cam auf sich und sagt, nein, die Leute müssen das sehen, während die Brücke zusammenbricht. Also das ist einfach nur das noch scheiße. Das wird so ein bisschen konstruiert. Es ist so gut. Ein bisschen. Und ich weiß nicht, da müssen Leute einfach, da ist auch der Wilhelm Scream, den kennst du vielleicht, dieses das ist immer als Joke eigentlich. Ja, doch. Ja, so, ja. Und das haben die halt auch eingefügt, die müssen langsam wissen, dass das einfach nur lächerlich ist. Dann nächste Szene, da ist eine Person todsterbenskrank, die macht so einen Ultraschall, untersucht irgendwie den Hals von der und sagt dann, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich hier tue. Das ist alles so absurd. So, also ich kann es eigentlich keinem empfehlen, sich das anzuschauen, aber im Grunde macht es sehr viel Spaß, sich diese Scheiße anzuschauen. Ironisch kann man das sagen. Ja, man fässt sich dauerhaft an den Schädel und glaubt nicht, dass das gerade wirklich passiert. Wie beim Brennpunkt Internet. Genau. So, das war erstmal mein fröhlicher Rant. Ich habe nämlich auch gedacht, ich mache den Leuten hier so ein kleines Scheiße-Sandwich. Das erst was sehr Lustiges kommt, dann kommen wir zu den Themen. Dann ist es nämlich ein bisschen Downer, weil es wieder dieser hässliche Trump und die ganze Scheiße, ja. Und Hongkong, bla. Und dann kommen wieder fröhliche Sachen. Ach so, ja. Ein scheißes Sandwich. Aber eine Frage zu den Zombies. Warum werden die eigentlich erschlagen? Warum ist denn Gewalt eine Lösung dort? Warum kann man nicht mit denen reden? Einfach, weiß ich nicht, Podiumsdiskussionen machen, demonstrieren? Nee, weil die Zombies, die wählen AfD und Tino hat gesagt, mit denen kann man nicht reden. Ah, da kommt das her.
Oh, da sind wir aber direkt in den Themen. Obwohl, nee, lass mal noch nicht zur AfD kommen. Es gab wieder relevante Themen. Es gab dieses Antifa-Sticker-Ding war diese Woche. Ja, Martin Renner. Kommen wir gleich dazu. Ich würde vorher aber einsteigen wollen mit Trump. Ist ein bisschen das größere Thema und da können wir nämlich auf etwas eingehen, was du vielleicht auch gesehen hast. Ein Kommentator und am letzten Brennpunkt. Ja. Der gute Sanitär-Otti. Der hat es sich nämlich zur leidenschaftlichen Aufgabe gemacht, den guten Trump zu verteidigen in der Kommentarsektion. Hast du das gesehen? Ein Ehrenmann. Ich habe es gesehen, aber nicht ganz gelesen. Der hat halt gelesen. Dieses... Moment, ich erzähle nochmal. Also, ich konnte nicht stimmt. Lesen. Tino war krank. Also, wir hatten es letzte Woche groß als Thema, dass Trump jetzt auf der Klippe zum Impeachment steht, sozusagen. Also die Amtsenthebung. Und er hat ein Telefonat geführt mit einem Typen aus der Ukraine, der zufällig auch der Präsident ist. So. Verwählt. So. Und der Kollege Sanitär-Otti hat uns sowas von kritisiert, wie wir das hier so, ja, wie wir das einfach so übernehmen können. So einseitig. Das stimmt doch alles gar nicht hier. Das ist doch hier, das Transkript ist doch öffentlich einsehbar. Und lieber Sanitär-Otti, alleine die, ja, aber Moment. Erstens, es ist kein Transkript. Ein Gedächtnisprotokoll. Es ist ein Gedächtnisprotokoll. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Außerdem, als es released wurde, wurde das damit dazu gesagt, dass das nicht Wort für Wort so passiert ist, sondern ein Gedächtnisprotokoll. Das ist ein großer Unterschied. Mit Mitarbeitern vor Richtig, allem. Die vielleicht auch Interesse daran haben, ihren Job zu behalten und so weiter. Das ist natürlich schon wieder Richtung Verschwörungstheorie, deswegen will ich das gar nicht weiter erläutern. Aber ganz oben, wenn man sich dieses, was er auch verlinkt hat, anschaut, da steht, Gesprächsdauer 30 Minuten. Und dann hast du, weiß ich nicht, das ist eine oder zwei A4 Seiten. Das sind halt keine 30 Minuten. So. Nee. Das ist an vielen, vielen Stellen, so ein Senator hat jetzt auch gesagt, Senator King, bla, dass da mindestens 20 Minuten fehlen in diesem Gespräch. Und lieber Kollege Sanitär-Otto, Otti, was auch immer, das ist Bullshit. Es ist Bullshit. Und der Punkt ist auch... Die haben sehr langsam gesprochen, die waren, glaube ich, einfach beide sehr high. Die sind halt auch beide sehr dumm, muss man sagen. Und man muss sagen, gab es vielleicht auch eine Translation, also eine Übersetzung des Ganzen, dass deswegen das sich hinauszögern konnte. Meinst du, dass der ukrainische Präsident nicht Englisch sprechen kann? Oder andersrum, dass Trump vielleicht Ukrainisch spricht? Ach so. Keine Ahnung. Ja, also Sanitär-Otti, das ist ganz, ganz blöd. Ich habe mir auch seinen Kanal angeschaut, das Erste, was man sieht, aha, okay, er liked halt nur solche Videos. Also Sanitär-Otti, du befindest dich in einer Echo-Chamber. Wenn du dir nur Videos anschaust von Stützenberger bis AfD-Reden und so, da kann ich schon mal grundlegend ein bisschen daran zweifeln, dass du dir deine Informationen aus verschiedenen Quellen zeig holst. Mir, was du likest und ich sag dir, wer du bist. Genau das. Ja. Das ist natürlich jetzt von mir ein bisschen vorverurteilend, aber der große Punkt, der für mich über all dem steht, selbst wenn das nicht so wäre, ja, selbst wenn Trump das nicht getan hätte, und da kommen wir gleich dazu, hat er bereits so viel gemacht, dass es egal ist, ob das jetzt stimmt oder nicht. Dieser Mensch ist halt nicht lupenrein, so. Was bis zu einem bestimmten Punkt ja voll okay ist. Aber es ist einfach mal gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten, sich Hilfe zu holen, bei, genau, egal, bei was anderen Ländern haben. Erst recht, wenn sie irgendwie dir irgendwie feindlich gesinnt sein sollten, dann erst recht nicht. Und er hat ja aktiv dafür gesorgt oder er wollte, dass die Leute seinen Wahlkampf unterstützen. Und das ist hochgradig verfassungsfeindlich in Amerika. Das kannst du hindrehen, wie er möchte. Ob Trump da jetzt gesagt hat, mach das oder ich erschieß dich oder ey, mach das mal bitte, das würde mich sehr freuen. Oder was jetzt auch im Raum steht, mach das mal bitte und ich habe hier so 400 Millionen, die könnten dir vielleicht helfen. Das ist völlig egal. Die Tatsache an sich, dass das und jetzt getan kommt hat. Nämlich der Punkt, während Trump die ganze Woche damit beschäftigt war, zu sagen, oh, das ist eine große Hexenjagd und so, das stimmt alles gar nicht, Schiff und so, die haben das alles falsch dargestellt, das stimmt so alles gar nicht, hat er jetzt live im Fernsehen gesagt, ja, ich habe hier den Kollegen gefragt und ich finde, auch China sollte eigentlich mal die Bidens untersuchen. So, er hat halt Doubling Down hat er gemacht. Er hat nicht nur zugegeben, dass es so stimmt, wie es alle gesagt haben und er die ganze Woche abgestritten hat. Er hat jetzt auch noch gesagt, China sollte das lieber auch mal machen. So. Da kannst du und mal sehen, das geht halt einfach nicht. Ja. Das geht halt einfach nicht. Und das ist nicht dumm. Es ist halt von seiner Sicht clever, weil er kann es nicht mehr abstreiten. Die Beweise sind halt da. Und jetzt muss er es so darstellen, als wäre es kein No Big Deal, so, weißt du? Ja.
So. Ach so, ja, ja, verstehe ich. Das hat er auch schon öfter gemacht, so, ja, grab her by the pussy, ja, whatever, so. Mhm. Ich grab sie halt bei der Pussy, so. Mhm. Und seine Unterstützer sagen halt, ja, Trump, ja, yeah, endlich sagt's mal einer, er hat den Mut. Aber es ändert halt nichts dran, wenn jetzt sich jemand hinstellen würde, nur rein fiktiv, ne, und würde einen Hitlergruß machen im Bundestag, ja, nur mal angenommen, und würde dann sagen, ja, und ich finde auch China sollte anfangen, Hitlergrüße zu machen, dann ist das nicht gut, nur weil man das irgendwie als Lappalie hinstellt. Das gab's doch erst, dass der Gauland einen Hitlergruß gemacht hat. Darauf wollte ich hinaus. Aber also, ich finde ehrlich gesagt, dass das kein Hitlergruß war. Aber kommen wir gleich dazu. Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Trump hat außerdem noch gesagt, dass man den Whistleblower, der das alles in die Wege geleitet hat, dass man ihn exekutieren sollte. Früher gab es das noch, denn der Whistleblower ist eigentlich ein Spion. Wobei Trump die Definition von Spion... Ja, ja, er hat ja auch gesagt, wir sind früher anders umgegangen. Genau, und schade, dass es das nicht mehr gibt und so. Mhm. Ja, aber im Grunde ist alles klar, was er sagt. Ja. Und das ist halt auch der größte Bullshit erstens. Und das ist auch Teil seiner Kampagne, dass er halt, der wird nicht kampflos untergehen, wenn der untergehen sollte. Mhm. So, alles, was er jetzt auch auf Twitter postet und so, das ist der Hammer, Alter. Lest euch die fucking Tweets von dem Mann durch. Es ist so krank. Ich kann nicht mehr, also das ist halt immer so Running Gag hier. So, ach ja, der Trump wieder. Aber es ist halt so unfucking fassbar, was der die ganze Zeit am Tweeten ist. Er möchte halt jetzt seine Leute richtig anstacheln, dass es bis Bürgerkrieg vielleicht geht, wenn er jetzt ja aus dem Amt fliegen sollte. Der will halt, der macht halt, was weiß ich, Gaslighting gibt's ja auch, dass man Sachen immer wieder sagt, ja, und behauptet, dass sie so sind und anderen so quasi die Kredibilität abspricht. So, ey, nee, das stimmt gar nicht so, das ist so und man muss es immer nur wiederholen, dass die Personen das vielleicht dann irgendwann glauben. Es ist einfach unfassbar. Was wollte ich noch sagen? Drohung, bla. Genau, das mit der Spionage. So, er hat gesagt, der Whistleblower, das ist ein Spion. Aber Spion bedeutet, dass du Informationen von deinem Land an ein anderes Land gibst. Ja. Und nicht Scheiße, die deinem Land gerade negativ ist, deinem Land verrätst. Das ist kein Spion. Das ist ein Whistleblower. Ja, so. Ja. Außer er spioniert vielleicht für die Gegenseite, für die Demokraten zum Beispiel. Ja. Dann ist es technisch gesehen doch ein Spionat. Naja, weiß ich nicht. Die Demokraten sind ja auch das Land. Sind vielleicht gerade nicht die Regierung, aber es trotzdem. Aktuell nicht. Aber ich glaube, die Amtsenthebung wird nicht passieren. Ich glaub's auch nicht, aber Alter, Mann. Das kann nicht wahr sein. Das ist nur unsere Zukunft. Also wenn die AfD hier auch immer mehr an Macht übernimmt und wir Landtagswahlen haben, das sind ja ganz ähnliche Strategien, dass man immer mehr die Grenzen auslotet, was man machen darf. Und sie werfen irgendwie ihren Vorgängern Sachen vor, die sie schon lange getoppt haben selber. Unfassbar. So wird es uns auch gehen. Also ich finde alleine einfach ungeil, wofür Trump im Amt steht. Man, das ist halt dieses... Klar, ist geil, wir machen ja hier in der Sendung auch Meinungsfreiheit und so, ja, aber dieses Leute einfach nur so anfeinden und die ganze Zeit nur Hass verteilen und so, das ist halt irgendwie echt nicht das Geilste. Egal in welche Richtung, Hass ist nicht gut. Ja. Meine Meinung. Übrigens, hier vorm Haus ist gerade so eine MLPD-Veranstaltung, ja. Hast du gesehen? Die deine machen, Freunde. Nee, halt nicht, also die sind auch unter den Linken sehr umstritten. Was machen die? Ja, die sind halt sehr, also... Also jetzt gerade hier, meine ich, weiß schon, wofür die stehen. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Genau, auch viel Stalinismus und Antisemitismus. Ja, die machen gerade so Wahlkampf halt mit Musik und also bla. Nichts Besonderes, keine Aktion oder... Ich will mal hingehen danach, aber ja, keine Ahnung, okay. Mal sehen. Aber wegen Martina Renner, ja. Hast du schon angesprochen, die linken Bundestagsabgeordnete hat einen Button getragen mit Antifa auf ihrem... Nein! Ja, auf ihrem Blazer. Das macht und die. Und sie hat Ärger bekommen von Wolfgang Kubicki, vom Bundestagspräsidenten. Kein Kubicki-Meter nach links. Genau, er ist selber bei der FDP, also sehr liberal. Ja. Aber nicht, wenn es um Antifa-Aufkleber geht oder Buttons geht. Und ich muss sagen, an sich würde es mich nicht interessieren, aber Martina Renner ist einer meiner Follower. Sie folgt mir. Ja, sie ist... Sie folgt mir auf Twitter und Instagram. Tino ist biased, ja, der kann das nicht neutral bewerten. Kann ich nicht machen. Ich muss sagen, bei jedem anderen Politiker oder Politikerin hätte ich gesagt, komm, aber Martina, du hast meine Solidarität, bitte folg mir auch weiterhin und ich setze mich dafür ein, dass du einen Antifa-Button tragen darfst, wo du willst. Weil das nämlich eigentlich nicht rechtmäßig ist. Hat ja auch einen Ordnungsruf bekommen von Wolfgang. Ich habe mich da nicht hundertprozentig mit beschäftigt. Also der Aufschrei, den ich auf Twitter mitbekommen habe unter dem Hashtag Hitlergruß und Hashtag, oh, wir müssen hier aufpassen, nicht, dass ich wieder die Sendung mittendrin ausmache, weil ich an der Tastatur rumspiele. Unter dem Hashtag Hitlergruß, was ja im selben Moment passiert ist mit Gauland und Hashtag ja, Antifa. Der große Aufschrei war ja, dass die Antifa keine Organisation ist.
Dass richtig. Eigentlich Antifa an sich mal erstmal für antifaschistisch steht. Genau. Und dass das Grundgesetz per se antifaschistisch ist. Genau. So, die Antifa ist ja jetzt nicht eine Vereinigung wie die NPD oder was weiß ich. Oder und es gibt auf jeden Fall noch ein Nachspiel für Kubicki, weil er kann deswegen keinen Ordnungsruf ausrufen. Gab's das denn? Aber für mich ist das Thema schon durch irgendwie. Ich krieg davon nichts mehr mit. Es gab noch eine Reaktion von irgendeiner Genossin von Martina, die dann gesagt hat, irgendwie. Und nur gefragt hat, warum denn jetzt ein Ordnungsruf dafür? Da hat er gesagt, sie kriegen jetzt auch einen von mir. Ah ja, das habe ich gehört. So ein Quatsch, also ich weiß nicht. Er nutzt seine Position da sehr aus an der Stelle. Es ist nur ein Button. Sie hat jetzt keinen Pulli getragen oder eine Fahne geschwenkt. Sie hat nur einen Button getragen und ist halt antifaschistisch. Und was spricht da eigentlich dagegen? Gegen Antifaschismus? Ja, also da muss ich aber sagen, da haben die Leute, die unter diesem Banner vielleicht auch das ein oder andere Nazi-Gesicht zusammengetreten haben, nicht unbedingt gute PR gemacht. Nazi-Gesicht, sie haben nicht Oma Gerda von Pegida zusammengeschlagen. Ja, das mag sein, aber finde ich trotzdem nicht gut. Wenn der schwarze Block Hamburg anzündet und dann infolgedessen irgendwie schlecht ist. Ich finde es nach wie vor dumm zu sagen, die Antifa existiert, weil man kann auf tausende Arten irgendwie gegen Faschismus sein, ob man jetzt irgendwie Autos anzündet oder einfach sagt, ich will nicht rechte Parteien. Aber ich finde das schon, man sieht quasi die Früchte, die das jetzt trägt, so ein bisschen. Okay. Also ich glaube nicht, dass ein Kubicki sagt hier, ich bin Faschist, ich finde das gut, sondern er hat halt mitgekriegt, okay, die Antifa, beziehungsweise Leute, die sich unter diesem Banner vereinen, haben nicht unbedingt geile Sachen gemacht in den letzten Jahren. So, also ich glaube, vor 10 Jahren wäre das vielleicht nochmal weniger gewesen. Aber jetzt, ich meine, Hamburg, der brennt da, ja, ne? Hamburg brennt. Ich fand das auch nicht geil, aber das waren halt nicht alles Antifas. Und es waren ja auch viele zerstörungswütige Leute dort. Ja, das ist ja richtig. Alles ein bisschen seltsam. Klar, auch Antifaschisten, die da irgendwie rumrandaliert haben, an der falschen Stelle zumindest. Das finde ich, geht halt irgendwie gar nicht. Ich kann es verstehen aus einem demokratischen Standpunkt, wenn man Autos anzündet von Leuten, die Bonzen sind, die Nazis sind. Das verstehe ich. Ich weiß, wo das herkommt. Da lache ich auch mal. Aber so ein Oma-Emma... Da wärme ich mir auch mal die Hände dran. Das ist kein Problem. Ja, aber so ein Oma-Emma-Laden irgendwie, ja, oder so ein Familienwagen anzünden, das ist nicht Antifa. Es ist halt ein Selbstläufer. Also ich glaube nicht, dass alle, die da gewütet haben, jetzt irgendwie sich als Antifaschisten oder so gesehen haben. Es war halt ein Happening. Ja, also... Heutzutage würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber ich gebe ganz ehrlich zu, wenn irgendwie vor ein paar Jahren hier in Weimar sowas ähnliches gewesen wäre, hätte ich einfach mitgemacht. So. Ja, da muss man auch mal ehrlich sein. Ich würde hingehen und es mir angucken, aber ich würde nichts machen. Ich bin ja, dafür, also heutzutage auch nicht. Oh, fuck, Mann, ich muss meinen Schnurrbart rasieren, das juckt so hart in der Nase. Ich glaube, ich bin echt gegen meine eigenen Haare allergisch, das ist so schlimm. Deswegen auch der Ausfall. Ja, ist so. Eine Körperreaktion quasi. Ja. Aber auch zu dem Thema, das Okay-Zeichen ist jetzt... zum Hass ja, ach Gott, Alter, weil es für White Power großartig. Steht hier oben weh und genau, das, der und Kreis. Das ist Power. Das ist, ja, aber das ist alles Quatsch. Das habe ich durch Imp gesehen. Imp hat das hast du es auch durch Imp gesehen? Nee, ich habe es schon vorher gesehen. Der hat das auf Impstagram, warum nennt er sich eigentlich nicht so auf Instagram? Ist der dumm? Gute Frage. Schreibe ich, ich schicke ihm direkt eine Sprachnachricht. Der hat noch andere gezeigt. Kennst du dieses Triforce-Zeichen von Zelda? So ein Dreiecke? Ja, ja. Das ist halt auch da aufgeführt. Das ist so fucking dumm. Also, das gab schon immer auch die Kiss, die Band Kiss, nicht die Kiss-Band, die Band Kiss, hat ja auch so zwei Blitze, wie die SS quasi, im Bandlogo. Ja. Mussten ja auch dann... Hallo Impf. Hallo. Ich sitze gerade in meinem Podcast, wir nehmen gerade auf und mir ist aufgefallen, wir haben nicht darüber geredet, wie du ich habe über deine Instagram-Story erfahren, dass dieses Okay-Zeichen jetzt nicht mehr okay ist. Und da haben wir uns gefragt, warum nennst du dich da eigentlich nicht Impstagram? Bist du dumm? Vielleicht schickt er noch was, bevor die Sendung vorbei ist. Aber ich habe es kommen sehen, dass es anerkannt wird. Das, wie heißt denn das nochmal? Datenbank für Hasssymbole. Warum hast du es kommen sehen? Ich habe davon noch nie gehört. Dass doch, weil dieser, wer war das? Nicht Christchurch, aber irgendein rassistischer Attentäter hat auch vor Gericht dieses Zeichen gemacht. Ja, aber nicht mal so, sondern andersrum. So ja, das ist ja dieses, hast du reingeguckt, haha, genau. Lol. Da fing es an, es wurde dann verglichen mit diesem Symbol, weil es das gleiche ist. Das ist dumm. Und ey, lass das jetzt bitte auch mal machen. Was gibt's für ein Zeichen? Das Peace-Zeichen, pass auf. Das Peace-Zeichen, das nehmen wir jetzt einfach mal für unsere rechtsradikale White Supremacist-Sache, ja? Das steht für was? Für Heterosexualität, weil es eine Vagina sein kann. Es gibt nur zwei. Achso, Vagina. Zwei Geschlechter oder auch eine Vagina, genau. die sein könnte. Vagina. Vagina sind Objekte, so wie meine Finger. Genau. Vagina ist das einzig Wertvolle an der Frau. Wenn man so das Peace-Zeichen macht, heißt das. Und es gibt nur zwei Geschlechter. Genau.
Das ist die Aussage. Und, und es steht für Hass. Das sagen wir jetzt einfach. Also, liebe Datenbank für Hasssymbole, übrigens 3S, SSS, schlimm, okay. Schlimmer als die SS. Mhm. Ab sofort auch das Victory-Zeichen. Victory, siehst du, ja. Sieg. So, Victory. Da hast du es doch. Victory, ich habe sie weggeknattert. Haha, scheiß V. Aber auch Sieg. Victory Heal. Richtig, genau. Victory Heal. Ja, ihr habt es zuerst gehört. Diese ganzen Asiaten, die auf ihren Fotos immer ihre weißen Supremacist-Inhalte teilen, ey, das ist schlimm. Diese Schlitznazis. Gott, Alter. Ich bereue jede Sendung irgendwie. Ja, habe ich aber wieder eine Aussage, die ich an Anfang der Sendung schneiden kann. ja, also, das war's zu dem Scheiß. Aber oder? Wir haben so viel Nazi-Themen. Gauland ist ja dann im selben Moment noch passiert. Also ich finde das, also wenn er wirklich mit Absicht einen Hitlergruß gemacht hätte, wäre es halt wirklich sehr, 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 sehr dumm. Er hat ihn irgendwie nach oben gezeigt. Und so dumm finde ich ihn nicht. Ja, also der ist schon dumm. Der ist schon dumm, aber so dumm finde ich ihn nicht. Ist auf Kalkül aus, also kalkuliert ist er quasi. Ja, so und er hat halt einfach so in die Richtung gewunken oder so, geh raus mäßig, glaube ich. Ja. Also das Ding ist halt auch, du findest wahrscheinlich von jedem Politiker ein Foto, wo er einen Hitlergruß macht, weil das ist jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man mal den rechten Arm hebt. Da ist es schwieriger, irgendwie dieses Welle-Symbol nachzumachen oder so aus Versehen. Das ist auch so eine Schlagzeile für Rot-Weiß Erfurt, weil die wieder verloren haben und die gewonnen haben. Wow, das war die Schlagzeile. Ja. Und da haben die auch alle irgendwie die Arme gehoben. Und da, wenn du die eine Hälfte abgedeckt hast, da ist auch wie ein Hitlergruß bei jedem. Ja. So. Das geht ganz einfach. Ich guck mal mich im Raum um, ob die Leute ins Spiel gucken und sich wundern, warum Tino hier in einer Tour Hitlergrüße macht. Es gibt eine Anzeige, weil ich den Hitlergruß im Radio gezeigt habe. Ja. Oh, Victory hier. Victory. Ja. Geil. Es gibt noch zwei Nazi-Themen, Robin. Ach komm, Tino. Doch, die müssen wir anreißen. Das eine ist Jungfernhäutchen. Zwei erfreuliche Themen. Und zwar HC Strache. Ja. Ach, stimmt, habe ich mitgekriegt, habe ich nicht durchgelesen. Er ist jetzt kein Politiker mehr offiziell. Er stellt seine politischen Aktivitäten ein. Das war kam der er ins Stracheln? Stracheln, er kommt jetzt ins Stracheln. Durch seine Ibiza-Affäre. Er ist ja der Strachmatt. Er ist ein richtiger Strachmatt, wow. Strachematt? Hier wie kommen die, Schach, die, meine ich. Die World Games hier aus der Pistole geschossen. Panz, aber ja. Ja, gut. Panz, guck in die Luft. Naja. In einer Tour. Hans Christian heißt er. Ja, jedenfalls war er der Vizekanzler und FPÖ-Vorsitzende. Das ist sozusagen die österreichische AfD, so Rechtspopulisten. Und es gab diesen Ibiza-Skandal, könnt ihr ja mal googeln, erkläre ich jetzt nicht. warte, ich zitiere mal unser Gedicht. Keinen Anspruch auf Richtigkeit, schaut selbst nach, zur Sicherheit. Genau. Und er musste eh abtreten irgendwie als Vizekanzler. Die Regierung wurde aufgelöst, gab Neuwahlen. Und jetzt ist er abgetreten als Politiker an sich und wollte seine FPÖ-Mitgliedschaft eigentlich auch ruhen lassen. Aber die FPÖ dachte sich, nö, mein Freund, wir machen trotzdem ein Ausschlussverfahren gegen dich. Okay. Obwohl er eigentlich wegtritt als politisch aktive Figur. Bei FPÖ, das Ö steht für Ökofotzen, oder? Richtig. Ja. Und das zweite Thema, was ich viel schöner finde, ist, Bernd Höcke ist offiziell ein Faschist. Alter, war das diese Woche? Ich dachte, das war letzte Woche. Dann war das wahrscheinlich. Es hat sich durchgezogen. So ein bisschen. Es war wahrscheinlich noch vorm Sonntag. Also, es ist schon eine Weile her. Genau. Aber ja, stimmt, das hat sich schon wieder ganz verdrängt. Es hat sich durchgezogen. Ja. Höcke darf jetzt als Faschist bezeichnet werden, hat ein Gericht entschieden. Genau, es gab nämlich eine Demo in Eisenach und da gab es eine Auflage, dass man Bernd Höcke nicht als Faschist bezeichnen darf. Da haben sie geklagt dagegen. Wer hat das jetzt gesagt? Genau, die Veranstalter der Demo? Ordnungsamt, Auflage, Gericht, irgendwas oder Polizei hat das alles gesagt. Die haben gesagt, ihr dürft ja Demo machen und ihr dürft zur Demo kommen. Aber ihr dürft nicht ihn als Faschisten bezeichnen. Okay. Irgendwie sowas gab es dann. War eine Auflage dumm. Jedenfalls. Ja. Aber jetzt nochmal selber nachgucken. Und, ja, guck nochmal nach zur Sicherheit. Und da haben sie halt geklagt, die Demonstranten, und haben Recht bekommen, denn es basiert auf Fakten, dass Bernd Höcke ein Faschist ist. Nice. Ja, der hat sich bis jetzt noch gar nicht dazu geäußert, oder? Also ich habe die nicht wirklich, zwei Tage danach habe ich immer mal bei ihm bei Twitter geschaut, da war nichts dazu. Aber Trending-Hashtag war natürlich Hashtag Faschist. Jeder hat dann die Gunst der Stunde genutzt, um ihn mal so zu bezeichnen. Aber ist das denn jetzt auch ein gutes Zeichen für die Meinungsfreiheit, ihn als Faschisten bezeichnen zu dürfen? Weil es kommt ja nicht von ungefähr. Ich glaube, wenn man jetzt geklagt hätte gegen Martina Renner oder gegen Peter Kleine oder sowas, dann hätten die nicht gesagt, er ist ein Faschist, aber bei Höcke ja schon. Was ja auch eine Signalwirkung hat und ja, aber eine Aussage ist. Man würde vielleicht bei Peter Kleine eher klagen, ihn inkompetenten Bürgermeister nennen zu dürfen. Ja. So. Schon. Würdest du sagen, man würde mit der Klage durchkommen?
Nein, ja, doch. Ist das Ida? Nein, schade. Ich dachte, sie kommt zurück, um uns zu retten. Ja. Du musst es ja auch begründen können. Was sie auch bei Höcke auch gemacht haben, so seine Aussagen, die er getätigt hat, so diese antisemitischen Sachen, antimuslimischen Geschichten. Schade, ich habe das schon wieder echt vergessen, weil ich hätte mich gerne damit beschäftigt, um zu schauen, was jetzt die Leute daraufhin sagen. Also auch aus seinen Rängen und so, finden die das gut, finden die das, sagen die, ach, das ist eine Unart, oder sagen die, ach, na gut, dann sind wir halt Faschisten. Das hatten wir doch im vorletzten Podcast mit Herodes, wo wir gesprochen haben über diese Aussage von Höcke. Als die Parteifreunden von Höcke diese Aussagen gezeigt haben. Nee, aber ich meine ein Statement zu diesem Beschluss, wirklich. Gab's, glaube ich, nicht offiziell von der AfD oder von Berndi. Ja, schaut lieber nochmal selber nach zur Sicherheit. Aber ich finde es schön. Ich finde das sehr gut. Tatsächlich. Okay. Ich klag mich demnächst rein, dich als dumm bezeichnen zu dürfen. Versuch's, musst du erst begründen. Irgendwie. Du machst mit mir diesen Podcast, das reicht als Begründung. Ja, aber ich habe Abitur. Ich habe ein Studium, ich bin voll schlau. Okay. Mein Opa hat mich letztens schockiert, er meinte, weißt du was, Tino, in der AfD sitzen die Leute mit dem höchsten IQ. Hat er gesagt. Ich dachte erst, oh fuck, jetzt ist auch einer von denen. Aber das heißt nicht, dass auch die Schlauesten sind. Da dachte ich, ja, er hat recht. Man kann auch Abitur haben und einen Doktor, aber dumm sein. Ich glaube, an dieser Stelle ist es mal Zeit zu sagen, ey Susanne, du dumme Sau, du bist nur aufs Gymnasium gekommen, weil du in der 4. Klasse immer bei mir abgeschrieben hast. Gibt's die echt, ja? Die gibt's, ja, die gibt's. Susanne, du dumme... Ich habe sie seitdem nicht nochmal gesehen, aber... Ne? So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, wollen wir erstmal ein bisschen irgendwie so eine dumme Lappalie besprechen. Hast du eine? Ja, InScope. Hast du mitbekommen? Der Delfin? InScope hat einen Delfin gegessen. Ja. Nicht. Also im Nachhinein, gut, ich hatte halt das Wissen dann schon, aber der Delfin sieht so fucking unecht aus. Die haben halt so einen Silikon-3D-Print gemacht, Delfin in so eine Eisbox rein, hat Instagram-Story gemacht und hat dann gesagt, oh, hier eine übelste Rarität, ganz tolli, oh, lecker. Und alle haben sich übelst aufgeregt, haben Shitstorm losgetreten, die ganzen Influencer haben gesagt, wie das gar nicht geht und haben sich da reingehangen und so. Ein paar Leute waren intelligent genug, um zu raffen, dass das alles irgendwie, es ist halt auch super schlecht geschauspielt. Diese ganze Instagram. Ich kann es halt nicht neutral bewerten, weil ich die Auflösung schon wusste, als ich es mitbekommen habe. So, aber das ist so schlecht. Oh, hast du's gewusst? Das schmeckt auch sehr. Oh, das schmeckt aber auch sehr nussig. Naja, ich habe es halt so erfahren. Ach so, es gab diesen PR-Stand, nenne ich ihn mal. Ja. Im Grunde möchte der gute InScope ja darauf aufmerksam machen, dass Arten aussterben und dass diese Delfine bedroht sind und dass man seinen eigenen Konsum überdenken sollte und so. Finde ich alles ganz gut. Muss nur sagen, wie er das irgendwie andingst, das fand ich irgendwie so. Welcher YouTuber wäre denn so dumm, seinen ganzen Ruf zu riskieren? Und ich weiß nicht, im Endeffekt... Das ist doch auch ehrenhaft irgendwo. Ja, aber erst, ja... Also ich weiß nicht. Er macht das ja in dem genauen Wissen, dass es halt irgendwie was bringen wird, ihn irgendwie ins Gespräch bringen wird. Und dass er weiß ja auch, dass er die Auflösung bieten kann. So, klar wird es dann 10 Hanseln geben, die das nicht mitkriegen, dass das gefaked war. Aber also ganz ehrlich... Die Auflösung ist ja auch viel mehr abgegangen als das eigentliche Ding so. Aber ist ja auch selber Tierschützer, Veganer, irgend sowas in der Art? Der ist schon Fleisch, aber er hat halt jetzt angefangen, seine Sachen zu überdenken und so. Aber dazu halt ein schöner Kommentar unter dem Video von Sophie Sonozaki. Ich will nämlich jetzt auch ein bisschen mehr Kommentatoren einbauen. Schön. Unter anderem Level 4 und Karacho Carter, die möchte ich jetzt ja auch nochmal dankend erwähnen. Die haben nämlich auch unter dem letzten Podcast sehr ausführliche Kommentare geschrieben zu den Themen, die wir besprochen haben. Und das ist sehr, sehr schön, wenn man gut reflektiert und unserer Meinung ist und nicht wie Sanitär-Otti einer konträren Meinung, dann müssen wir den natürlich kaputt dissen. Aber Sophie Sonozaki sagt vor 13 Stunden, mittlerweile wahrscheinlich eher 23, bei Delfinen rasten alle aus, aber Kühe, Schweine, Hühner und so weiter, da juckt's keinen. Das sehe ich ganz genauso. Alle fressen irgendwelche Lammdöner, aber so ein Delfinbaby, oh, das ist so süß. Es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil die Delfine sind ja eine eher bedrohte Art und Hühner jetzt nicht. Das ist ein kleiner Unterschied dabei. Aber trotzdem, ich weiß nicht, dieses Gespräch hatte ich ja auch mit dieser Russin irgendwie, dass sie zum Beispiel es völlig falsch fände, einen Hund zu essen, weil ein Hund ist ein Nutztier, aber ein Pferd wäre für sie in Ordnung. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist kein Nutztier, man kann mit Pferd nichts anfangen. Halt auch gefragt. Ja, ein Pferd ist nicht Freund.
aber es ist doch beides ein Nutztier oder hey, ich verstehe das nicht. Nee, das ist halt in Sibirien so. So und das ist halt so. Das nennt man übrigens auch einen Traditionsfehlschluss. Ja, weil man ist halt damit aufgewachsen. Ja. So. Andere braten Hamster an Spießen und essen das so, wo wir sagen, ekelhaft. Ja. So, und die finden halt Schweineessen ekelhaft, aber das machen die Deutschen ganz gerne. Das ist einfach nur Tradition. Dabei sind Schweine voll cool und klug. Das haben wir schon immer so gemacht und wir leben ja auch noch. Ja, aber an sich, ich will es jetzt auch nicht zu negativ ziehen, ist mir lieber, dass sowas irgendwie als PRs dann, sage ich mal, ausgenutzt wird, als irgend so ein scheiß, was weiß ich, Leon Mascher-Ding oder ApoRed. Oh, ich nehme jetzt einmal die Videos offline. Oh, was ist da los? Oder Apecrime. Oh, die ganzen Videos sind weg. Die hören bestimmt auf und zack, starten sie durch wieder. Und machen genau dieselbe Scheiße. Ist nicht auch Logan Paul Veganer geworden, nachdem er Ratten irgendwie misshandelt hat oder irgendwelche Tiere misshandelt hat? What? Also davon habe ich noch nie was gehört. Ich habe irgendwas gelesen, als ich jetzt krank war im Bett, dass Logan Paul so einen Skandal hatte, wie er Tiere irgendwie gequält hat. Und also jetzt nicht wirklich, er wollte sie jetzt nicht bewusst quälen, er hat sie irgendwie nicht gut behandelt. Und dann gab es auch einen riesigen Shitstorm und er ist dann Veganer geworden da irgendwie. Das fand ich sehr interessant. Okay. Aber ich glaube es ihm nicht. Habe ich nichts von gehört. War das jetzt in jüngster Zeit, ja? Nee, ich glaube nicht. Logan Paul. In diesem Jahr bestimmt, aber nicht jetzt ganz frisch. Animal. Logan Paul tasing dead animal. Logan Paul condemned for tasering dead rats. Also er hat eine tote Ratte getasert. Doch, Ratten, hm. Ich weiß nicht, da bin ich aber auch wieder Nihilist so ein bisschen. Klar ist es uncool, aber... Also man sollte es nicht hochladen, sagen wir es so, aber also die Tat an sich finde ich jetzt, ist halt dumm. Ich finde das dumm, dass man das macht so, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil die Ratte, die juckt es halt einfach nicht. Ja, ja. So. Aber, Alter, das ist ja witzig, eine Sprachnachricht von Rücki. Da hören wir mal kurz bekam rein. Bekam ich auch sehr viel von ihm die letzten Tage. Hat mich sehr gefreut. Und falls ihr nächste Woche wirklich in Jogger gehen solltet, sagt bitte nochmal Bescheid, was es kostet und wann ihr geht, weil da würde ich auch mitkommen. Ich bin eh ab Donnerstag da, dann wieder in Weimar und wollte eh mal wieder ins Kino. Das würde ganz gut passen. Alles klar, sag ich Bescheid. Wie es der Zufall so will, sitzen wir gerade im Brennpunkt und haben hier irgendwie so ein geiles Gedicht bekommen. Vielen Dank dafür. Ey, gracias, wirklich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön. So. In Joker, kommt der schon raus? Joker, ja. Ich will ja 48-Stunden-Stream machen, vom 11. bis zum 13. Leute, geht alle auf twitch.tv/robin_nosterafo von diesem Datum an und schaut uns in der YouTuber-WG dazu, wie wir 48 Stunden lang wach sind und immer weiter verblöden. Ja, Tino schreibt sich auch direkt auf. Ja, und den Tag davor, am 10. kommt Joker raus. Ja. Aber... Wir müssten, wenn dann, in eine relativ späte Vorstellung gehen, weil Kalle erst spät aus Dresden kommt. Mhm. Und wir erfahren erst Montag, an welchen Zeiten das kommt. Alright. So. Jo. Aber ich hab Bock. Schöner Film. Gut. Ja, Tiere quälen. Tiere quälen ist tote Tiere, auch geil. Auch tote Tiere quälen. Ja. Also ich find's dumm, das online zu stellen auf jeden Fall. Aber auch da kann ich mir vorstellen, ist es wieder kalkulierter Shitstorm gewesen, oder? Hauptsache auch. Vielleicht hat er eh vor, Veganer zu werden. Was weiß ich. Und das war dann so sein Move. Ach, das traue ich ihm nicht zu. Weil ich glaube, eigentlich ist es der perfekte Shitstorm. Du stellst online, wie du Ratten quälst. Alle finden es scheiße, natürlich. Aber du hast nicht wirklich was Schlimmes gemacht. Weißt du, also was uncooles, so unmoralisch. Aber du hast jetzt nichts gemacht, wofür du wirklich belangt werden kannst. Ach so, ja. Das ist mir zu tief, zu deep für Logan Paul. Meinst du? Ja. Aber der hat doch mittlerweile so ein PR-Team hinter sich. Aber kein gutes offenbar. Es funktioniert doch. Die ihn nach Japan. Wir sprechen doch gerade über ihn hier. Ja, leider, kommen wir mal auf. Ja, ich wollte eigentlich über was anderes reden. Ich finde nämlich gut, wenn sich solche Celebrities für was Gutes einsetzen. So auch Billie Eilish, Woody Harrelson und Leonardo DiCaprio. Gut, der macht das eh schon eine Weile. Aber es gab jetzt so eine Kampagne. Billie Eilish kennst du, macht klar. Musik. Woody Harrelson kennst geil. Du, macht Schauspielerei. Durch dich kenne ich die ja. Du hast mir ihre Videos gezeigt. Ja, aber Woody Harrelson, den kennst du vielleicht nicht ganz so. Der Zombieland spielt da mit. True Detective hast du auch nicht. Ja, Zombieland habe ich gesehen, aber ich weiß der, nicht, wer von denen das ist. Tallahassee. Der... Cowboy. Ah ja. So, cooler, das ist Woody Harrelson, ja. Cooler Typ. Und die haben sich zusammen in ein Video gesetzt und haben gesagt, ey Leute, ich glaube, das war auch von Greenpeace vielleicht sogar finanziert, kann man jetzt auch wieder scheiße finden, aber lieber für sowas einsetzen, als ein Trump, der sich dafür einsetzt, dass die Leute irgendwie sich gegenseitig an die Gurgel gehen.
Worum geht's? Sie sagen einfach hier, es war noch eine zweite Greenpeace oder Fridays for Future, glaube ich. Die zwei haben sie erwähnt. Hm. Beschäftigt euch da mal mit. Es ist höchste Eisenbahn und so. Ja, hm. Klimakrise und so. Finde ich ganz nice. Ähnliches hat Leonardo DiCaprio gemacht. Er war diese Woche zweimal in den Schlagzeilen, weil er wieder Äußerungen getan hat. Und natürlich auch wieder in den Kommentaren. Zum einen zu Recht Leute, die sagen, oh, aber ist das dieselbe Person, die eine Yacht hat und mit dem Jet hin und her fliegt und so. Alles richtig, aber es ändert nichts an dem Wahrheitsgehalt der Aussage. So. Naja, man kann das schon kritisieren, wenn der, man kann wenn, das kritisieren. Wenn der A sagt, aber B macht. Ist richtig, absolut. Aber er sagt ja auch, er möchte, dass die Politiker handeln, weil die Leute in den Machtpositionen sind. So. Mhm. Und da kann er noch so, also scheiß drauf, ist er halt ein Heuchler, aber die Botschaft oder dieses Verlangen, ja, einfach, dass man etwas tut, das ist halt trotzdem richtig. Ja, es bleibt richtig. So, das ist, ich finde, das ist halt immer, das ist das Gleiche wie Greta ist erst 16, die kann ja nicht recht haben. Es diskreditiert halt die Person, die es sagt, aber es ändert die Aussage nicht. Und sie sagt ja nicht mal, ob sie macht konkret das. Sie sagt einfach nur, hört auf die Wissenschaft. Nicht das war auch, Alter, diese Woche, ich hab's schon im Stream gesagt, ich muss dieses hässliche Mikrofon, Mann, das nervt mich. Ich hab's diese Woche im Stream schon gesagt, wie mich das anpisst. Dieses hässliche Greta-Gebäsche, das geht mir so auf, wie sagt man, dieses aus dem Kontext gereiße, dieses, sie sagt ja, dieses Speech hat man letzte Woche schon, dare you. How dare you, was hat sie gesagt? You stole my dreams, you stole my childhood. Ja. Ach, und diesen dann, Satz wird, dieser Satz wird genommen, in Kontext gesetzt zu so einem Afrika-Kind, der sagt dann, halt's Maul, du Furze, solche Bilder sehe ich. Dabei sagt sie in dem vollen Zitat, you stole my dreams, you stole my childhood, and yet I'm the one, one of the lucky ones. Also sie sagt von sich selbst, dass sie ja eigentlich Glück gehabt hat und eben nicht so ein Afrika-Kind ist, was da im Dreck liegt. Und das hasse ich so, Alter. Über dieses Cherry-Picking. Dieses System, das dafür sorgt, dass Kinder in Afrika verhungern müssen. Ja, sie sagt, der nächste Satz ist gleich, everywhere on earth, also überall auf der Welt, sind Leute am Sterben, am Leiden, am Hungern und so. Sie spricht genau das an, was in diesem Bild da fälschlicherweise dargestellt wird. Und Alter, ganz, ganz dumme typisch. Menschen. Ganz, ganz typisch. Dumme, dumme Menschen. Übrigens heißt sie Thünberg. Ja, von mir aus. Zum Thema. Nestlé. Thünberg kauft nicht bei Nestlé. Ja, aber pass mal auf. Wenn, ich weiß gerade nicht wer, Mann. Trump heißt doch eigentlich auch Trumpf und so. Nein, der heißt Trump. Ja, nein, der heißt ursprünglich, der Geburtsname ist Trumpf. Ja, aber heißt er nicht mehr so. Der hat sich halt, das ist wie Künstler, warte, der hat es ändern lassen. Donald Trumpf, der ist doch hier irgendwie in Deutschland oder so. Er hat es ändern lassen, aber Thünberg halt nicht und Nestlé auch nicht. Es gibt nur dumme Menschen, die ihren Namen nicht aussprechen können. Ich ja auch nicht bis vor kurzem. Ich dachte ja auch, dass sie Thunberg heißt. Weil alle Thunberg sagen und Nestle. Die dummen Menschen. Es ist mir scheißegal, Martino. Wir sind hier in Deutschland. Hier kommen hier keine Ausländer mit ihren ausländischen zum Glück nicht mehr lange. Zungen rein. Denn bald sind Landtagswahlen in Thüringen und da ist die AfD an der Macht. Und dann Bernd Höcke wird mal richtig aufräumen. Und da wird von heute auf morgen alles gut. Ja, sofort. So. Aber die Schocknachricht der Woche war für mich übrigens, die Toten Hosen covern Rammstein. Ich war echt schockiert. Du kennst ja von Rammstein. Du immer mit deinen, Alter, das Schlimmste diese Woche, dann kommt irgendein deutscher Musiker. Nicht irgendeiner, die Toten Hosen. Was war's? Nena war's? Nee, Nena? Nicht München. Was? Tic-Tac-Toe letzte Woche? Ja, das ist wichtige Themen. Ja. Wenn die Toten Hosen sich an Rammstein vergehen. Also die haben ohne dich gecovert. Ja. Und der Campino, der kann ja schon nicht singen. Also nicht wirklich, aber für Punk hat es immer gereicht. Ja. Aber jetzt so ohne dich von Rammstein zu covern, Mann, von Till, der jetzt auch nicht der Opernstar ist, ja. Aber er kann immerhin so ein bisschen singen und Campino halt nicht. Und diese MTV ohne Strom-Version von ohne dich, die klingt so was von grottig. Musikalisch okay, aber der Campino, das klingt zum Kotzen. Okay, und ist das jetzt eine offizielle Single oder war das einfach mal so ein Experiment live? Also auf YouTube, keine Ahnung. Ich fand's echt, echt schlimm. Ich schaue es mir dann mal an. Er hat meine Kindheit gestohlen. Vergewaltigt. Und ruiniert. Ich müsste eigentlich jetzt in der Schule sitzen, aber stattdessen muss ich mir Toten Hosen anhören. Auf der anderen Seite des Ozeans müsste ich eigentlich in der Schule sitzen und Rammstein hören, aber stattdessen... muss ich dir Toten Hosen ertragen. Widerlich. Also noch sind die Hosen über den Onkels, ja, aber nicht mehr lange bei mir, nicht mehr lange. Okay. Dann bevorzuge ich die Onkels. Dann werden wir Arm in Arm Silvester auf gute Freunde krölen, da freue ich mich schon drauf. Gottes Willen, ey. Hast du noch 3 Monate Zeit. Scheiße.
Genieß die Zeit. Gut, wenn wir gerade so fröhlich sind, lass noch mal kurz zu Hongkong kommen, damit die Laune ein bisschen wieder runtergeht. Und dann fahren wir wieder hoch zum Ende hin, damit mein Shitwitch hier genau, perfekt ist. Genau, du hast mir irgendwo so ein Video geschickt von irgendeiner mehrfach ersten Bild von so einer Frau, die im Kimono, oder wo ich dachte, es wäre ein Mann, ja, auf so Straßenbahnschienen gepfeffersprayed. Ja, das ist gar nicht das Schlimme, was diese Woche passiert ist. Also die härteste Action, das war auch die größte News, die über Reddit verbreitet wurde und so, dass ein 16-jähriger Schüler, 11. Klasse, point blank, was sagt man denn, aus nächster Nähe halt. Also ihm wurde die Pistole von einem Polizisten auf die Brust gelegt und abgedrückt. So, in die Lunge geschossen, ganz knapp am Herz vorbei. Was, wo war das? In China? In Hongkong, ja. Wow. Das überrascht, oder? Ja. Dass da sowas passieren kann. Das ist hart. So, und das Video dazu hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt oder dich verlinkt oder so. Denn man sieht, dass da halt so ein Police-Squad ist. Und dieser eine, der dann halt schießt, der löst sich davon und geht zu den Demonstranten hin. Also die sind nicht irgendwie geschlossen. Und der steht dann bei den Demonstranten und ist aber auch nicht eingekesselt. Er kann auch einfach zurückgehen. Also es ist nicht wirklich, dass es Notwehr ist oder sonst irgendwas. Aber hatte ich nicht gefragt, ob die geschossen haben? Hast du noch geschrieben, nein? Nicht die, das ist schon wieder 4 Tage her. Andere Person nicht das, was ich dir heute noch geschickt hatte. Ach so. Ja. Genau. Das versteht gerade auch nur wieder Herr Rodes, warum das witzig ist, dass wir über China reden und du, oh, ach so sagst. Aber ist egal. Herr Rodes freut sich an dieser Stelle. Oh, ach so. Weil ich nicht informiert bin über China. Nee. Mann, da gab's doch hier die Kleine. Ach so. Die Kleine gab's da. Und der habe ich immer alles erklärt. Und Herr Rodes hat mich dafür aufgezogen, weil sie hat halt kein Deutsch verstanden. Und wir waren halt dann zu dritt oder zu viert unterwegs, haben Deutsch geredet. Und dann musste ich ihr jeden zweiten Satz erklären. So. Kenn ich auch. Habe ich ja gerne gemacht. So. Aber Herr Rodes hat mich damit aufgezogen. Und dann hat sie halt immer sie hat sich einfach so schön gefreut über die Erkenntnis. Oh, ach so. Ja, es gibt die Klischees. Ich hatte auch mal bei irgendeinem Dreh mit so einer Chinesin gesprochen und die war auch ganz frisch erst in Deutschland und hatte vorher kaum Kenntnisse und die war auch so, okay, und dann, was machst du hier in Weimar? So ganz, ganz, wie man so eine Klischee-Chinesin irgendwie im Kopf hat. Die Chinesin. Aber es war auch süß. Ja. Und ich sollte ihr ein bisschen Musik schicken, so deutsche Musik, habe ich ihr Toten Hosen geschickt und ich habe ihr die Ärzte und Rammstein geschickt, okay, dass sie reinhört. Da kam nichts mehr von ihr. Hättest du mal die Onkels geschickt. Ich denke auch. Ja, also, point blank, direkt Pistole auf die Brust und abgedrückt. Ist er tot? Er ist gerade noch im Krankenhaus in kritischem Zustand. Liebe Grüße gehen raus. Also, das war jetzt, ich weiß nicht, wie viel der Tat und ich hoffe, langsam mal wird das hier irgendwie in Bewegung gesetzt, dass da irgendwas passiert. Aber nein. Entgegen dessen hat jetzt Hongkong das neue Gesetz noch nicht verabschiedet, aber sie wollen ein neues Gesetz haben, also von Druck von China natürlich, dass das Vermummen auf solchen Ansammlungen Masken jetzt verboten ist. Was also ja Maskenverbot. Hier so, auch so ist in Deutschland. In Deutschland ja, aber in Deutschland gibt es halt auch keine Gesichtserkennungssoftware an den Straßen, ach so, die dich dann identifiziert und dann deine Familie vergewaltigt oder in ein Lager abtransportiert. Denn Tino, der UN-Menschenrechtsrat hat Informationen und sagt, China sammelt Organe, das heißt, da hatte ich auch schon mal erwähnt, dass es so Lager gibt von den Uigur-Moslems, also die Uiguren, das ist so eine kleine Bevölkerungsgruppe. So ein Stamm. So irgendwie turksprachige Menschen sind das. Ja. In China, die werden lebend aufgeschnitten, Niere, Leber, also die werden auf Herz und Lunge untersucht, ja, Herz, Lunge, alles wird raus und die Haut wird in diverse Handelswaren verwandelt. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Hast du das schon mal gehört, dass Leute irgendwie auseinandergenommen wurden und die Haut so verarbeitet wurde? Nein, das gab es nicht. Nicht hier. Wir nicht wussten davon nichts. Ich war da noch nicht geboren damals, liebe Weimarer. Was kann ich denn dafür? Ja. Ja doch, es gab doch diese Hexe von Buchenwald. Die Frau von dem Typen. Genau, die so Lampenschirme aus Juden. Immerhin hat sie noch verwertet, muss man auch mal so sagen. Ja. Ja, Recycling. Ganz, ganz schlimm. Sie hat sich damals schon für Umweltschutz eingesetzt. Ich distanziere mich hier von allen Witzen über Juden. Ich auch. Und von Juden. Du redest gerade von Juden? Ich habe gerade von hier, Uiguren. Ja, aber es ging auch gerade um die Hexe von Buchenwald. Ach so. Der hat ja auch diese Lampenschirme gebaut. Ich weiß. Es gibt eine Doku auf YouTube, kann man sich anschauen. Also der Punkt ist... Es gibt da eine Nazi-Doku. So der Punkt ist, Hongkong rebelliert gegen China. Und China macht eigentlich exakt das Gleiche, was hier in Deutschland passiert ist, das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Das wird nie wieder. Also, so war es nicht gemeint. So 6 Millionen Tote. So war es echt nicht gemeint. Holocaust, ja. Ui, toll. Nein, es war so gemeint, dass ja
Angeblich, fuck, nein, nicht angeblich, das ist das falsche Wort, du weißt doch, wie ich es meine, Mann. Ja. Alle Welt sagt, das ist das größte Verbrechen, was hier je in der Menschheitsgeschichte passiert ist, der Holocaust. So. Nur weil alle sagen. Und jetzt passiert eigentlich exakt das Gleiche in China. Ja. Und kein Schwein juckt's, weil China so eine große Macht ist und wir die ganzen billigen Produkte bekommen. Immer die Nazi-Kunde. Und natürlich will man sich mit China nicht einfach anlegen, aber wenn die ganze Welt sagen würde, ey Leute, lasst die Uiguren mal bitte. Weidet die mal nicht aus, sterilisiert mal bitte keine Moslem-Frauen in euren Lagern. Das ist keine gute Idee. Nicht. Nee. Das ist nicht so geil. Das könnte auch ein Genozid sein, aber nein, es ist einfach nur eine. Wir schützen uns selbst. Das ist eine Maßnahme, um die Demokratie zu erhalten. Ja. Aber um diese ganze Scheiße vielleicht auf einer halbwegs lustigen Note aufrechtzuerhalten, es gibt gerade die League of Legends Weltmeisterschaft und jedes Mal, wenn das. Das grinst du schon so. Immer noch, ich finde es so lustig. Du bist immer noch beim Holocaust und grinst. Ah, nee, das Bild hier. Nein, der Holocaust. Ach so. Nein, bei League of Legends kennst du, großes, international sehr beliebtes Spiel. LOL. Genau. Da ist gerade Weltmeisterschaft und jedes Mal, wenn das chinesische Team am Start ist, wird Free Hong Kong in die Kommentare gespammt. Oh. Das ist noch halbwegs schön. Aber ist es denn gefährlich, sowas zu äußern? Also, mal angenommen. Wenn man in China sitzt, könnte das ein bisschen gefährlich sein. Immer angenommen, ich hätte jetzt in irgendeinem Film mitgespielt oder in irgendeinem Video mitgespielt, wo dann in der Videobeschreibung steht, fuck China. Ja. Bin ich dann auch. Du kommst direkt ins Gulag. Deine Haut wird verwertet, du. Oh. Das kannst du aber wissen. Okay. Aus deiner Haut werden Regenschirme gemacht. Gut zu wissen. Und die nutze ich dann, um mich vor den ganzen Shitstorms zu bewahren, die hier auf uns reinprasseln, weil wir den Holocaust. Nein, ihr habt es ja verstanden, wie ich es gemeint habe. Ich sage es ja offiziell, wenn ich mal tot bin, würde ich gerne als Regenschirm wieder. Ja? Ich will so aufgespannt werden. Hm. Der Tino-Schirm, und dann kann man. Doch. Aus meiner Haut. Aus meiner Haut. Ein Regenschirm. Ich komme nicht aus meiner. Nee, Wortspiele kommen später noch. Gut, dann wieder ein bisschen Lappalien nochmal zum Schluss. Ich habe dir auch noch ein anderes Video geschickt, nämlich von Nerd City. Habe ich dazu. Ja. Imp hat es mir einen Tag später auch geschickt. Witzig, konnte ich ihm einen Screenshot schicken. Hier, schau mal, habe ich schon verballert. Denn das ist der einzige Kanal, bei dem ich selbst die Glocke anhabe. Hm. Aber das ist natürlich auch nur, weil ich selbst Nosferatu TV mache. Wenn ich das nicht selber machen würde, hätte ich da auch die Glocke getroffen. Ach so, ja. Ah, okay. Also, liebe Leute, wenn ihr Glocken aktiviert, Nosferatu TV, Robin Nosferatu, Traum, ich weiß nicht, wie, doch, da gibt es so eine geile Band, Traumfresser, die, da könnt ihr auch die Glocke anmachen, aber vor allem noch auf Brennpunkt Internet die Glocke aktivieren. Genau, ganz wichtig. Und eventuell bei Nerd City. Nerd City lädt nämlich auch nur alle 6 Monate mal ein Video hoch. Das war ein sehr gutes Video. Es war richtig hoch. Sehr lang. Ich habe es nicht ganz bis zum Schluss gesehen, muss ich zugeben, aber ich habe die Intention verstanden und auch die Argumente erfasst, sodass man ja, wenn man gay, lesbian irgendwas in den Titel packt, dann wird es entmonetarisiert. Also Nerd City hat sich zusammengetan mit ganz vielen anderen YouTubern und die haben eine Liste erstellt, haben experimentell rausgefunden, welche Wörter du im Titel verwenden kannst bei YouTube-Videos und welche nicht. Also wenn du willst, dass dein Video monetarisiert wird. Stellt sich heraus, wenn du heterosexuell im Titel stehen hast, darf das Video mit monetarisiert werden. Obwohl Sex drin ist. Wenn du aber gay oder lesbian im Titel stehen hast, wird es nicht monetarisiert. Das ist ziemlich hart. Er sagt auch weiter, ich weiß nicht, ob du so weit geschaut hast, woran das liegen könnte, dass man sich an den internationalen Markt anbietet. Und ja, genau. Es ja auch überall auf der Welt solche Tester gibt, die das dann prüfen. Und nicht überall auf der Welt ist das normal, dass ja, es gibt ja viele Länder noch, wo einfach schwul sein verboten ist. Da müssen aber auch Frauen rauslassen aus dem Ganzen. Weil es gibt ja auch Länder wie Saudi-Arabien, wo Frauen auch nicht in der Öffentlichkeit machen dürfen, was sie wollen. Ja. Da müssen sie konsequent sein. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also es ist doch kein Argument zu sagen, weil die in Saudi-Arabien Schwule köpfen, darf man bei uns kein Geld bekommen für schwule Videos. Wir sind doch eine andere Gesellschaft. Ja, aber also, die armen Leute, die in Saudi-Arabien YouTube empfangen mit ihrem Empfangsbolzen, was sollen die sagen, wenn die so ein Video angezeigt bekommen und dann kriegt der auch noch Geld dafür? Die können wegklicken. Da wird ja der Dschihad ausgerufen, Tino, das kannst du nicht machen. Können sie ja machen. Ja, toll. Und dann weinst du wieder. Das geht mich nichts an. Oh, 9-11. 9-11-2. 9-12-11. Nein, 9-12-11. Wer hat gesagt, oh, Flugzeuge, ja, voll geil, hab ich gesehen. Das war ich, ja. Das warst du. Ja. Also ich freue mich schon drauf, wenn dann irgend so ein Saudi in ein Gebäude reinfliegt, weil er ein schwules Video auf YouTube gesehen hat.
So ein pinkes Flugzeug, so, ja. Ja. Ja, also auf jeden Fall ein geiles Video, kann ich empfehlen. Ich liebe diesen Kanal. Auch als Mensch, der jetzt nicht so in dieser Thematik drin ist, kann man sich gerne mal anschauen. Auch fernab davon, wie gut die recherchiert haben und so, es ist halt einfach sehr hochwertig gemacht, das Video. Aber ist auch das Video monetarisiert? Dürfen die Geld verdienen? Nee, oder? Der hat doch direkt, die ersten Sekunden war doch irgendwas, wo er irgendwas sagt. Irgendwas wird gezeigt und dann steht ganz kurz demonetized da und dann, so, da das jetzt aus dem Weg ist, können wir mit dem Video anfangen. Ah ja, okay. Sie, also ich weiß nur, dass am Anfang sie da steht mit einem Dekolleté. Keine Ahnung. Die haben auch das geht, Dekolleté. Ja, nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall coole Leute, die haben auch vor kurzem noch dann, also vor kurzem im Kontext ihres Kanals, wie gesagt, alle halbe Jahre mal ein Video, haben die Tryhard-Serie gemacht. Die ist sehr geil. Da haben sie nämlich versucht, ironisch so einen typischen Instagram-Account aufzustellen, haben quasi nur Bilder nachgemacht, so, dann war seine Freundin halt so das Model und er hat die Bilder bearbeitet, Arschgroße und so, und sie haben in jedem Bild so, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Buch war, irgendein Buch drin versteckt, ich glaube, das Buch, das sie benutzt haben, um die Effekte zu machen oder so, irgendein Buch, ja, oder irgendein Buch, ich glaube, in dem Buch wird erklärt, welcher psychische Effekt dafür sorgt, dass die Leute die Scheiße anklicken oder irgendwie sowas. Hm. Und in jedem Bild ist das versteckt. Richtig geil gemacht, kann man sich mal anschauen. Also an dieser Stelle eine Empfehlung. Nerd City auf YouTubes. Voll deep. Übelst guter Kanal. Das ist zusammen mit Captain Disillusion, das sind so die zwei Kanäle, die echt am meisten Mühe in ihre Videos stecken, aber irgendwie nicht im Verhältnis dazu auch wirklich Aufrufe kriegen. Hm. So. So sad. Gibt's ja viele. Yes. So. Wir sind schon durch für heute, ne? Na, ich habe hier noch eine kleine Sache. Aber zeitlich, ja. Aber hau raus. Zeitlich, wir haben schon noch jetzt 6 Minuten. Ich kann noch einen kleinen Downer zum Ende, damit wir nicht allzu fröhlich aussehen. Obwohl, vielleicht ist es ja auch ein Upper. Also in Nigeria, das Land, was keinen interessiert, weil es in Afrika liegt, wurden 300 Männer und Jungs aus einem Folterhaus befreit. Cool. Die waren da zur Umerziehung. Wurden teilweise von ihren Eltern und Verwandten dorthin geschickt und im Namen des Koran und im Rahmen des Islam sollten sie da umerzogen werden. Und welche Mittel haben sie wohl verwendet, um diese Leute umzuerziehen? Den Koran. Folter und Vergewaltigung, du sagst es, Tino. Ja. Die klassischen Instrumente, die in der Religion seit Jahr und Tag Anwendung finden, sehr erfolgreich. Und die wurden aber jetzt befreit. Schön. Denn das Wichtigste ist der Glaube, dass man daran glaubt, von ganzem Herzen. Ja. Das muss manchen Leuten eben einpeitschen. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, warum irgendwie die urchristlichen Leute und auch Moslems sind ja jetzt nicht so die großen Schwulenfeinde, warum die dann immer so Analverkehr verwenden, um Leute zu bekehren. Ich habe keine Ahnung. Naja. Aber doch, um zu zeigen, dass es nicht schön ist. Ich kann mir vorstellen, dass für die Leute quasi nur der passive Akt wirklich schwul ist. Weißt du? Ach so, der Ficker quasi. Das der, ist okay, der ist richtig hetero, ja. Außerdem sagt er die ganze Zeit No Homo dabei und dann geht's wieder. Ah, das ist wichtig, ja. No Homo macht so ein Kreuz oder was machen die? Machen dann so einen Halbmond? Genau, was machen die anderen? Dann reicht das. Die machen mal einen Halbmond, genau, ja. Die Moslems. Doch, also, ja, ach. Aber Analverkehr ist ja für Männer tatsächlich interessant, weil der G-Punkt des Mannes ja im Anus steckt. Prostatata. Das heißt, man kann einen Orgasmus bekommen durch Analverkehr. Du meinst also, so schlecht hatten es die Leute da gar nicht? Das war meine Aussage, danke. Okay, Tino, geht bei der Woche? Es gab noch eine Nachricht von meinem Bruder, der hat mir nämlich geschrieben, dass es in Japan, wo dieses Gebäude abgebrannt war mit diesen Anime-Studios. Ja, Kyoto war das. Dass sie ja Geld bekommen haben, also als Spenden. Aber das Geld wird jetzt doch nicht für den Aufbau benutzt, für das Haus, sondern für die Familien der Opfer. Ist doch okay. Voll uplifting. Ja, schön. Da gebe ich der Woche mindestens 0,1 Punkt mehr. Ja, es war jetzt keine starke Woche, ne, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin in diesem Trump-Thema gerade echt relativ weit drin und dadurch brodelt es da schon ganz schön hart, muss ich sagen. Ist natürlich nicht, also es ist im Endeffekt dasselbe wie letzte Woche, aber trotzdem, das ist halt schon spannend. Man muss es halt sagen, Trump ist gerade überpräsent und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, obwohl ich wirklich auch glaube, dass es nicht durch ein Impeachment, also durch das Impeachment-Verfahren ist ja eingeleitet, aber dass er wirklich aus dem Amt geworfen wird, ich sehe es aktuell noch nicht. Es ist politisch gerade interessant, aber es gab jetzt nichts wirklich Großes. Es ist nicht das Ereignis, wo ich sagen muss, geil, Christchurch. Okay, da kann ich nur noch mal unser geiles Gedicht zitieren, um den Bogen zu spannen.
Euch finden viele Kinder nett, macht so weiter, Brennpunkt Internet. Von mir gibt es eine 8 von 10, Christchurch wird immer oben stehen. Wir haben halt das Gedicht bekommen, also da würde ich schon einen Punkt drauf machen. Ja. Sag mal, immerhin 6,5 oder so. Doch, für das Gedicht. 6 war ich auch ungefähr, 6,5 gehe ich mit, für den Brief von Rücki. Pass auf, machen wir 6,66. Ja. Weil wir haben gesagt, eigentlich machen wir nur 0,5er Stellen, hatten wir irgendwann mal gesagt, aber heute ist was Besonderes. Wir haben das Gedicht bekommen, Uplifting News am Ende, 0,1 drauf. Und zwar 666, weil die Zahl 6 fürs F steht und F ist ja auch Fridays for Future. Ja. Da passt es doch. Genau. Geil. Jetzt haben wir aber noch 2 Minuten. Sonst noch irgendwas Geiles passiert in deinem Leben, Tino? Ja, doch, die Briefmarke hier. Also keine Briefmarke. Alter, die Briefmarke ist ein Penis, das sehe ich jetzt erst. Ja, 80 Zentimeter. Großartig. Also vielen Dank für dieses wundervolle Pamphlet, was du hier uns geschickt hast. Ich gebe noch einen wichtigen Tipp für euch Grippe- oder Erkältungskranken da draußen. Was mich abgeliftet hat, ja, wo ich wirklich sagen muss, was mir geholfen hat. Zitrone. Ah ja, klar. Standard Ingwer, Zitrone, so ein bisschen Honig. Oder für Veganer, von mir ist auch was anderes. Heroin. Ja. Meth. Und Zwiebeln. Aha. Die sind der Shit des Todes, ey. Erst schneidest du vorm Schlafen gehen eine halbe Zwiebel in Würfel, tust es in ein Glas rein, Zucker drüber, lässt es über Nacht quasi dann gedeihen. Schimmeln auch. Und dann trinkst du am nächsten Morgen den Saft daraus. Aha. Premium, schmeckt übelst geil, ist antibakteriell, richtig geil. Und dann nimmst du die Zwiebeln, tust die in eine Tasse, Wasserkocher drüber, also gekochtes Wasser drüber und dann als Tee trinken. Wow, nachhaltig, Tino. Hast und dann selbst noch, den Müll noch verwendet, ja. Und dann noch die Zwiebelreste essen. Alter. Das ist Upper Class Premium, es ist so gesund. Es ist wofür gebe ich eigentlich Geld aus? Ich kann den ganzen Tag eine Zwiebel essen. Und ohne Scheiß, du brauchst Apothekenzeug, ist Quatsch. Wenn du echt nur eine Erkältung hast, so eine leichte Grippe, Tee trinken, warm halten. Die Pharmaindustrie will uns immer ausnehmen, damit die Erde nicht rund wird. Ja, viel schlafen und Zwiebeln und Ingwer. Das hilft, mehr brauchst du nicht. Ja, geil. Ich bin jetzt kein Impfgegner. Ich sag nur, bei so Erkältungssachen reicht einfach aus, Hausmittel zu benutzen. Sehr gut. Also Leute, wenn ihr das nächste Mal krank seid, merkt euch diesen Brennpunkt. Zwiebeln. Nummer 38. Nicht Zwiebelringe und nicht Chips mit Onion-Geschmack, sondern richtig Zwiebeln. Fuck, ich hab Bock auf Apfelringe jetzt, wo du sagst. Apfelringe? Apfelringe sind richtig geil. Aber die sind nicht vegetarisch, ne? Was? Das ist nicht vegetarisch, warum? Da ist doch Gelatine drin. Doch nicht Apfelringe, selber Apfelringe machen, du hängst sie auf. Ach so, ich dachte, es ist an einen diese, Apfel aufschneiden in ich dachte, es ist an die ungesunden Haare überhaupt Apfelringe. Tut nein, ach Quatsch. Tut mir leid. Weißt, tschüss, Leute, die Musik. Aus Äpfeln. Und so. Ja, macht euch mal Apfelringe, das sind übelst geil, Alter. Hast du mal Apfelringe selber gemacht? Meinst du, die dann auch so verschimmelt sind? Ja, ich liebe verschimmeltes Essen. Ich liebe verschimmeltes Essen. Tschüss.